Abendorf und Vorsitzender der AfD-Fraktion im Kreistag Warendorf. Bevor wir mit unserem Vortrag beginnen, möchte ich Sie kurz auf Folgendes hinweisen. Unsere Versammlung hier ist friedlich und besonnen. Wir hier sind Demokraten. Deshalb möchte ich Sie bitten, lassen wir uns nicht durch mögliche Störer und Antidemokraten, die sich hier hinter uns illegal versammelt haben, die Polizei eigentlich räumen müsste, die Polizei aber nicht räumt, lassen wir uns von diesen Antidemokraten nicht stören. Ich eröffne hiermit unsere Versammlung. Ja, ich freue mich, dass Sie heute hier zu unserer Versammlung erschienen sind. Offensichtlich besteht auch in Warendorf der Wunsch, die AfD und die Bürger, die sich bei uns engagieren, näher kennenzulernen. Und Sie werden sehen, dass wir allen Diffamierungen zum Trotz Bürger wie Sie sind, nicht wie hinter uns, aber wie hier. Bürger, die sich wegen des Politikversagens der Altparteien in allen relevanten Politikfeldern, sei es die Massenzuwanderung, die fehlgeleitete Bildungspolitik, deren Produkte wir hinter uns stehen sehen, oder die ökoreligiöse Energiepolitik in der AfD zusammengefunden haben. Wie Sie haben wir die Sorge um den Erhalt unserer Heimat, die Sicherheit und Gleichberechtigung unserer Frauen und die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder hier in Deutschland. 250 Jahre nach der Aufklärung, wo sich Europa mühsam das kritische Hinterfragen von Dogmen und Meinungen erkämpft hat, fallen wir leider wieder zurück in ein neues dunkles Zeitalter. Diesmal der grün-besser-menschlichen Denk- und Meinungsverbote. Es ist eine Zeit, in der Herr Justizminister Maas, politisch Andersdenkende als Pack tituliert, nur weil dieses Pack das Bürgerrecht auf Demonstration wahrnimmt. Wir leben in einer Zeit, in der politische Veranstaltungen vom linken Pöbel und dem Mob der Antifa gewalttätig gestört werden, in der Wirte bedroht werden, uns keine Räume mehr zu geben, in der unsere Politiker und ihre Familien persönlich bedroht werden. Auch ich habe schon Drohe-E-Mails erhalten. Wir erleben eine Zeit der Einschüchterung politisch Andersdenkender, wie ich dies seit 70 Jahren in Deutschland nicht mehr für möglich gehalten hätte. Beschämend und entlarvend dabei ist das Agieren der Altparteien. Von niemanden der Altparteien kommt Kritik an diesem zutiefst antidemokratischen Aktionen. Besonders negativ tun sich natürlich die grün-rot-dunkelroten Musterdemokraten für Toleranz, Offenheit und Menschlichkeit hervor, die kaum verhohlen Sympathie für die antidemokratischen Übergriffe zeigen. Aber auch die Medien versagen in diesen Zeiten fundamental. Es gibt kaum Berichte, in denen nicht ständig persönliche Meinungen der Redakteure mit tatsächlichen oder vermeintlichen Fakten vermischt werden. Während über die Inhalte unserer Veranstaltungen praktisch nie oder wenn dann nur extrem spärlich berichtet wird, wird der Gegenseite massiv Platz zur Verbreitung ihrer kruden Thesen eingeräumt. Und wir werden beschmissen, ich bitte die Polizei, gegen diese Störer hier vorzugehen. Das sind die Musterdemokraten für Toleranz und Meinungsfreiheit, die wir hier gerade erleben. Unter Duldung aller Altparteien, die diese Leute hier hingerufen haben. Doch während wir bei den Staatsmedien gezwungen sind, über 8,5 Milliarden Euro pro Jahr für staatliche mediale Bevormundung zu bezahlen, haben wir zumindest bei den Zeitungen eine Wahl. Und so leiden die Zeitungen, die sich in grün-besser-menschlichen Weltrettungsfantasien ergötzen oder sich als Merkelsche Hausbusstille gebären, vollkommen zu Recht unter ständig sinkenden Leserzahlen. Jawohl. Doch von allen diesen Angriffen lassen wir uns nicht unterkriegen.
Denn wir wissen, dass diese antidemokratischen Umtriebe das letzte Aufbäumen eines Systems ist, welches mit den wirren Ansichten der Alt-68er seinen unsäglichen Anfang genommen hat. Und nach den Erfolgen bei den Landtagswahlen am 13. März, wo die Alternative für Deutschland mit 12,6% in Rheinland-Pfalz, 15,1% in Baden-Württemberg und sogar 24,3% in Sachsen-Anhalt in die Landtage eingezogen ist. Nach diesen Erfolgen steht den Altparteien die blanke Angst ins Gesicht geschrieben. Es ist die Angst um das Zerplatzen dunkelrot besser menschlicher Utopien und gesellschaftlicher Zwangstransformationen. Die Angst um den Verlust der links-grünen Deutungshoheit und vor allem, das ist das Wichtigste bei vielen Altparteienpolitikern, die Angst um den Verlust von gesichert erschienenen Versorgungsposten an den Futtertrögen der Macht. Doch mit jedem steigenden Umfragewert, mit jedem Wahlerfolg und auch mit jeder Demonstration tragen wir dazu bei, den Altparteien wieder Respekt vor den Bürgern beizubringen. Und darum bitte ich die unter Ihnen, die noch kein Mitglied in der Alternative für Deutschland sind, trauen Sie sich, machen Sie mit. Hier vorne sind Mitgliedsanträge, wenn Sie einen ausfüllen möchten. Ich kann Ihnen nur sagen, die Alternative für Deutschland macht Zukunft möglich. Und deshalb freue ich mich jetzt mit Ihnen auf einen sehr interessanten Vortrag unseres Landessprechers Martin Renner. Herr Renner war schon öfter hier und ich freue mich, lieber Martin, dass ich dich wieder hier begrüßen darf. Lieber Martin, du hast das Wort. Ja, es geht schon. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in Warendorf. Ich bin schon öfters hier in Warendorf und der Umgebung gewesen, aber ich freue mich immer wieder nach Warendorf zu kommen, weil wir haben immer eine sehr schöne Geräuschkulisse im Hintergrund und die rufen ja immer Nazis raus und sie schaffen es einfach nicht, die Nazis aus ihrem Kreis herauszubringen. Sie rufen zwar immer danach, aber sie schaffen es einfach nicht. Sie sehen, ich bin ein bisschen wärmer angezogen, ich habe mich erkältet die letzte Zeit und als ich wegfuhr, ich komme ja aus der Gegend um Düsseldorf herum, da war es ziemlich kalt, also wir hatten 6, 7 Grad heute und ihr habt hier einen richtig schönen Frühlingstag mit Sonne und ich freue mich sehr, dass wir heute einen politischen Vortrag machen dürfen. Und ich hoffe, dass Sie auch Spaß daran haben. Und ich würde auch gerne die Leute, die dahinter, hinter der Absperrung warten, ruhig dazu ermuntern, dann hierher zu kommen und auch zuzuhören, weil wir wollen über das Wesentliche der Politik mal sprechen. Wir wollen nicht Parolen hier verkünden, sondern wir wollen über das Wesentliche der Politik hier sprechen. Meine Damen und Herren, ich bin ja einer der 16 Leuten, die in Oberursel am 6. Februar 2013 die Alternative für Deutschland gegründet haben. Und ich kann Ihnen sogar auch mit Stolz sagen, dass ich derjenige bin, der den Namen Alternative für Deutschland, ich hatte den Auftrag, diesen Namen zu entwickeln, und den habe ich dann damals vorgeschlagen. Und Alternative für Deutschland, für Deutschland, was bedeutet das denn? In einem Land wie Deutschland, wo man sich so deutlich zu seinem Land bekennt, schon im Namen der Partei. Also es war ein bisschen umstritten, es war ein bisschen diskutiert. Das waren 16 Leute, die im Ansatz her eine sehr breite politische Positionierung eigentlich hatten. Einmal von freiheitlich bis hin zu patriotisch, konservativ. Ich sage deshalb freiheitlich, weil ich das Wort liberal aus meinem Wortschatz komplett gestrichen habe, weil wir eine liberale Partei in Deutschland haben, die dieses Wort eigentlich komplett verhunzt hat. Deshalb spreche ich lieber von freiheitlich. Als wir dann gegründet hatten, haben wir uns natürlich Fragen gestellt. Wir haben politische Themen
beschrieben, worum kann sich eine neue Partei wie die Alternative für Deutschland, die im ursprünglichen Ansatz eben die verfehlte Rettungsschirmpolitik des Euros auf seiner Agenda hatte, mit welchen Themen soll sie sich beschäftigen? Wir haben dann die Frage gestellt, wohin steuert Europa? Wohin steuert die EU? Und wir haben relativ schnell auch eine Antwort gefunden. Wir haben die EU-Konzeption als eine, die nationalen Identitäten zerstörerisches Projekt gesehen. Das ist ein Sinn der EU, die einzelnen nationalstaatlichen Gefüge zu zerstören. Wir haben festgestellt, dass die Europäische Union ein Pseudoparlament darstellt, die letztlich nur noch eine Fassadendemokratie ist. Denn ein europäisches Parlament, wo der prinzipielle Grundsatz der Demokratie, one man, one vote, nicht eingehalten wird, ist nichts anderes als eine Fassadendemokratie. Denn es kann doch nicht angehen, dass 10 deutsche Stimmen eine Malteser Stimme letztlich ausmacht. Meine Damen und Herren, die Europäische Union ist im Grunde eine Vororganisation für ein Konstrukt, was da heißt, europäischer Staat. Es wird aber nie einen europäischen Staat geben. Warum nicht? Weil es kein europäisches Staatsvolk gibt und es wird nie ein europäisches Staatsvolk geben. Und dass es das nicht gibt, dafür gibt es auch die Alternative für Deutschland. Wir bestehen darauf, dass wir die nationalen Unterschiede der einzelnen nationalen Gesellschaften erhalten wollen und nicht die Vereinigten Staaten von Europa entwickeln wollen. Wir haben uns die Frage gestellt, wer zur Hölle braucht ein europäisches Parlament mit 50.000 Systemlingen, die dort arbeiten, zu horrenden Gehältern mit relativ tiefen Steuersätzen? Wer braucht ein solches europäisches Parlament? Keiner! Meine Damen und Herren, im Gegensatz zu den umliegenden Personen, ich will hier gar keinen Radau machen. Ich will ganz ruhig und sachlich mit Ihnen die politische Debatte führen über die Entwicklung unseres Landes, aber auch über die Entwicklung der Europäischen Union, unserer europäischen Nachbarstaaten. Ich will in die Problemschichten mit Ihnen eindringen, die wir haben mit dieser Europäischen Union und mit dem Mitgliedstaat Deutschlands. Wir sind ein Land, Deutschland, was ein Partner und ein Teil der Europäischen Union ist. Und meine Damen und Herren, Sie werden es wissen, dieses Land hat eine Menge Probleme. Auch wenn die etablierten Parteien es gar nicht wahrhaben wollen, dass wir Probleme haben. Denn uns geht's ja so gut. Uns ist es noch nie so gut gegangen. Und dass es uns so gut geht, wird die nächsten 20, 30 Jahre auch noch so sein. Glauben Sie das? Diese Probleme, die wir haben, werden aber von allen etablierten Parteien und von den Politikern überhaupt nicht angesprochen. Ja, sie werden sogar förmlich tabuisiert. Warum sprechen denn die Politiker nicht über die Probleme, die wir in diesem Land haben? Eine Debatte über die zukünftige Ausrichtung unserer Nation wird überhaupt nicht geführt. Es ist ja alles so gut. Es geht uns ja so gut. Und es ist uns noch niemals besser gegangen. Zukunftskonzepte werden nicht erörtert. Die Parteien ignorieren die gesellschaftlichen und politischen Realitäten. Warum ist das denn so? Warum debattiert denn die Politik überhaupt nicht mehr über Probleme? Oder warum beschimpfen denn die etablierten Parteien die Parteien, die entstehen, um Probleme zu markieren, als außerhalb des politischen Diskurs stehende Parteien? Meine Damen und Herren, mein Erklärungsansatz ist, die etablierten Parteien, die etablierten Politiker sind ausschließlich Macht und Pründe fixiert. Sie wollen gar nicht die Debatte über Probleme reden, weil man dann könnte man ja ihre Lösungskompetenz in Frage stellen. Also wird die Debatte über Probleme grundsätzlich einfach weggeschoben. Meine Damen und Herren,
Verstehen Sie mich eigentlich gut? Das ist gut. Eine Frage ist, eine existenzielle Frage ist, welche Staatsform wollen wir eigentlich erhalten? Da werde ich oft ausgelacht, wenn ich diese Frage stelle. Naja, also ist ja banal die Frage. Natürlich die parlamentarische Demokratie. Ist das so? Haben wir denn noch eine parlamentarische, repräsentative Demokratie? Ja. Nein? Nein, haben wir nicht. Denn welche Souveränitätsrechte hat denn das Volk und der Deutsche Bundestag, wenn ein permanentes Krisenmanagement auf europäischer Ebene andauernd Verträge übergeht und missachtet? Welche Rechte hat denn dann der Bundestag? Warum sagt denn dann der Bundestag nicht, nein, das ist Rechtsbruch, das können wir nicht dulden? Nein. Eine parlamentarische Demokratie sieht letztlich anders aus. Es kann nicht sein, dass in einer parlamentarischen Demokratie die nationalen Haushaltsrechte, und das ist das vornehmste Recht eines nationalen Parlaments, permanent missachtet wird. Es kann doch nicht sein, dass Staatsvölker auf Generationen hin über die Europolitik verschuldet werden, ohne dass der Bundestag eine hinreichende demokratische Kontrolle stattfinden lassen kann. Denn es ist doch keine demokratische Kontrolle, wenn Frau Merkel im Kreise der Staats- und Regierungschefs in Fontainebleau zusammenkommt, ein 350-seitiges ESM-Vertragsmodell bejaht in englischer Sprache, ausgearbeitet von einer englischen Anwaltskanzlei. Dieser ESM-Vertrag, der Deutschland, unter anderem Deutschland, auf Generationen hin verschuldet, in den Bundestag zur Debatte kommt, innerhalb von 36 Stunden, und 3 Stunden vor der parlamentarischen Debatte werden diese 350 Seiten in englischer Sprache ausgeteilt, und anschließend sollen die Bundestagsabgeordneten das abnicken oder ablehnen. Sie nicken es natürlich ab. Glauben Sie wirklich, dass das eine parlamentarische Kontrolle ist? Meine Damen und Herren, ich sage, das ist ein degeneriertes demokratisches System. Hier sind die Checks and Balances, die die Demokratie ausmachen, nicht mehr gegeben. So wird also die repräsentative parlamentarische Demokratie sukzessive abgelöst und in ein neues, autoritäreres Modell transformiert. Das Staatsvolk, welches ja der Souveränitätsrechteträger ist, wird so zum ohnmächtigen Zuschauer. Er kann eigentlich gar keinen Einfluss mehr nehmen. Die werteschaffenden Bürger werden so zum Systemsklaven, die keine Herrschaftsrechte mehr haben und nur noch Funktionspflichten zu erfüllen haben. Das ist natürlich ein bisschen hart ausgedrückt, aber genau so ist es. Das war so die Situation damals im Jahre 2013, als wir die AfD gegründet haben, sehr stark unter dem Aspekt der Euro-Rettungspolitik. Meine Damen und Herren, damals ging es hauptsächlich ums Geld, um den Euro, um die Rettungsschirme. Auch da wurde massenhaft Recht gebrochen und wir sind berechtigterweise dagegen angegangen. Damals wurden wir eine Ein-Themen-Partei genannt, obwohl wir schon bei Gründung eine ganze Vielzahl von Missständen aufgedeckt haben. Nämlich die Frage, welche Staatsform wir wollen, hatte ich gerade besprochen. Wir haben die Frage gestellt, wie sich die EU entwickeln soll. Wir haben die Frage nach der Stabilitätskultur der Währung gestellt. Wir haben solche Themen debattiert. Wie sieht es aus? Brauchen wir so etwas wie eine Leitkultur in unserer Gesellschaft? Wir haben die Frage gestellt, wie kann eine Energiepolitik die mittelständisch strukturierte Wirtschaft in Deutschland weiterhin begünstigen oder zerstören? Wir haben uns die Frage gestellt, wie die Sicherheits- und Außenpolitik beschaffen sein kann mit einer Bundeswehr, die sozusagen allenfalls noch
Fahrzeuge zur Verfügung stellt, wo zum Beispiel Panzer nicht mehr einsatzfähig sind, weil sie keine Haltevorrichtung für schwangere Soldatinnen haben. Was ist das für eine Bundeswehr? Allenfalls eine Operettenveranstaltung. Mittlerweile, meine Damen und Herren, haben sich die Probleme massiv vergrößert. Die Rasanz, mit der unsere Demokratie zerfällt, ist atemberaubend. Das ist etwas, was ich wahrnehme, und ich nehme an, das ist etwas, was Sie auch wahrnehmen. Das ist aber nichts, was die Herrschaften, die uns hier umringen, wahrnehmen würden, weil sie es einfach nicht verstehen. Es ist eine Frage der Nicht-Akzeptanz von Fakten. Es ist eine zutiefst Ideologisierung dieser Menschen, die das, was wir hier miteinander jetzt gerade besprechen, einfach nicht verstehen. Meine Damen und Herren, die Rasanz der Entwicklung wird hauptsächlich gekennzeichnet durch das Zuwanderungschaos, welches wir bis vor einem Monat offen noch hatten. Ich wage die Behauptung, wir haben es immer noch, nur allerdings verdeckt. Und wenn wir diesen Zeitpunkt überwunden haben, die verdeckte Zuwanderungschaos, dann wird das Chaos abgelöst durch ein nicht mindere qualitätsvolles Chaos, was durch visafreie Einreisen in Deutschland, durch diesen ominösen Vertragsabschluss zwischen unserer Kanzlerin Frau Merkel und dem türkischen Präsidenten letztlich ausgemacht war. Dieses Zuwanderungschaos, meine Damen und Herren, wird den Endpunkt einer Entwicklung darstellen, die dem Nationalstaat Deutschland, so wie wir ihn kennen, endgültig den Garaus machen wird. Das wird nicht nur Deutschland, dem Nationalstaat, den Garaus machen, es wird auch die ökonomische Grundlage unseres Staates den Garaus machen. Denn ein Sozialsystem, was so massiv entwickelt ist wie unseres, kann diese Massen an Zuwanderung in die Transfersysteme allenfalls eine kurze Zeit finanzieren, aber danach ist es einfach vorbei. Es wird entweder zum Garaus führen dieses Nationalstaates, oder es wird dazu führen, dass eine Partei wie die Alternative für Deutschland einen maßgeblichen Einfluss auf politische Entscheidungen finden wird, und wir werden dann die Ordnung, meine Damen und Herren, wiederherstellen. Und diese Ordnung, die wir wiederherstellen werden, wird sehr viel mit dem zu tun haben, wie Deutschland zu seinen guten Zeiten mal ausgesehen hat. Und das ist keine Sehnsucht nach der Vergangenheit, sondern das ist die Sehnsucht nach einer geordneten und zufriedenstellenden Zukunft, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir stellen fest, dass alle etablierten Parteien, alle, schlankweg, Sie sehen sie hier versammelt, am Rande unserer Versammlung, zu der ja auch die CDU, die SPD, die Grünen, die Linken, die FDP, die Kirchen, die NGOs aufgerufen haben. Meine Damen und Herren, alle diese etablierten Parteien und ihre Afterorganisationen, Medien, Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsinstitutionen und NGOs haben sich unsere Gesellschaft und damit die werteschaffenden Bürger zur Beute gemacht. Und sie treten als Beutegemeinschaft auf und sie bekämpfen jeden, der diese Beuteabsicht bezeichnet und zu verhindern versucht. Meine Damen und Herren, wie konnte es denn so weit überhaupt kommen? Eigentlich ist es eine folgerichtige Entwicklung. Es ist die Folge einer 70 Jahre währenden linksideologischen Indoktrination, die am Anfang die Umerziehung der Alliierten hatte und dann über die Jahre die Apologeten und die Epigonen dieser Umerziehung letztlich diese Linksideologisierung zustande gebracht. Ich frage Sie, meine Damen und Herren, was hält uns denn hier als Gemeinschaft zusammen? Was ist es, was uns
zusammenhält. Es ist die Tatsache, dass wir, die wir hier im Ring stehen, alle einen gemeinsamen Zugang haben zu unserem gemeinsamen Erbe, zu unserer Kultur, zu unserer Tradition. Jeder hat einen anderen. Ich beispielsweise hatte einen Zugang über Literatur, über Philosophie, auch über Theologie. Ich sollte mal Priester werden. Wir sind alles einzelne Individuen, aber wir sind dennoch vereint durch unsere Sprache, durch unsere Bräuche, durch unsere Vereine und durch unseren Leistungswillen, den wir nun einmal haben. Meine Damen und Herren, vor 3 Jahren habe ich angefangen, solche Vorträge zu führen. Und das, was uns zusammenhält, das ist das, was man gemeinhin nationale Identität nennt. Sie können es auch einfacher sagen. Es ist Heimat. Es ist unsere Heimat. Und da, wo jemand Heimat in sich wachsen lässt, wenn er die Heimat sich angeeignet hat, wenn er die Heimat durchdrungen hat, dann erscheint einem die Heimat als ein verlässlicher Faktor des Lebens. Und da können Sie auch auswandern und woanders sich niederlassen. Sie erinnern trotzdem immer noch das, was Sie als Heimat empfinden, weil das ist beim Aufwachsen und im Erziehungsprozess etwas, was verlässlich ist. Und natürlich, die Wissenschaft spricht auch über so etwas. Die Kulturanthropologie nennt das die Dreiheit, die Trinität von Gemeinschaft, von Raum und von Traditionen, meine Damen und Herren. Und es ist gar kein Zufall, dass die UN-Menschenrechtscharta sagt, jedermann darf als Grundrecht diese nationale Identität, diese Trinität, Gemeinschaft, Raum und Traditionen verteidigen, wenn sie angegriffen ist. Das ist ein Grundrecht. Und wenn wir das jetzt mal reflektieren, die AfD ist die einzige Partei, die diesen Nationensbegriff, diesen Heimatbegriff mit in die politischen Visionen und in die politischen Reflexionen mit aufnimmt. Und ich halte das für einen ganz wesentlichen Faktor, meine Damen und Herren. Es ist nämlich die Bewahrung des Eigenen. Und das ist unser Recht. Wir wollen das, was uns zu eigen ist, was wir ererbt von unseren Vätern erworben haben, um es zu besitzen. Spruch von Goethe, das ist unsere Aufgabe, meine Damen und Herren. Denn Menschen, die eine tiefe Bindung an ihre Heimat haben, sind sehr, sehr schwer zugänglich für zerstörerische Ideen, mit denen man eine Gesellschaft erneuern will. Denn das wollen die anderen ja partout und permanent erneuern, das heißt bunter machen. Leute, die aber schon eine Vorstellung von ihrer Heimat haben, wollen nicht erneuert werden. Und die Gesellschaft soll nicht neu werden, sondern sie wollen an dem Bewährten, nämlich an dem eigenen, festhalten, was ein UN-Menschenrechtscharta Recht darstellt. Meine Damen und Herren, zerstörerische Ideen hatten wir in den letzten 70 Jahren genug. Wir von der AfD formulieren deutsche Interessen. Und diese deutschen Interessen formulieren wir ganz allgemein, aber auch im Speziellen formulieren wir die Interessen der werteschaffenden Milieus, der werteschaffenden Bürger. Und werteschaffend sind nicht nur Menschen, die am Monatsende einen Gehaltscheck haben, sondern werteschaffend sind auch die Menschen, die ihre Eltern pflegen. Werteschaffend sind auch die Menschen, die ihre Kinder aufziehen und kein eigenes Einkommen erzielen. Und werteschaffend sind auch die Menschen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen, aber momentan oder aus Altersgründen, weil sie Rentner sind, keine Erwerbsarbeit mehr nachgehen. Das heißt, werteschaffend ist ein viel, viel weiter gefasster Begriff als nur, ich verdiene jeden Monat meine Kohle. Wir von der AfD haben
in den politischen Raum den Parameter Nation wieder eingeführt. Denn alle etablierten Parteien haben sich dieser Begrifflichkeit, dieses Parameters vollkommen entäußert. Sie laufen einem irren Globalisierungsansatz hinterher. Sie laufen einer völlig irren und fehlgeleiteten Internationalisierung hinterher. Und ich sage nicht, dass Globalisierung grundsätzlich etwas Falsches ist. Aber Globalisierung kann nicht nur heißen, dass es genau den Aspekt des angloamerikanischen Sektors repräsentiert, sondern ich möchte auch deutsche Systematiken in dieser Globalisierungstendenz mit wahrnehmen. Denn wir Deutschen, meine Damen und Herren, haben es geschafft, nach unseren schwierigsten Phasen, Zweiter Weltkrieg, Drittes Reich, haben es geschafft, wieder etwas auf die Beine zu stellen, was beispielgebend ist. Ich erinnere beispielsweise an die soziale Marktwirtschaft. Das ist eine Leistung, die, auch zurückgehend auf die katholische Soziallehre, davon ausgeht, dass Produktivitätsfortschritte aufgeteilt werden sollen auf alle Teile in einer Gesellschaft. Die Rentner sollen die Produktivitätsfortschritte mitgenießen können, die Arbeitnehmer sollen diese Produktivitätsfortschritte mitgenießen können, die Kinder sollen durch die bessere Ausstattung in den Schulen mit profitieren und die Arbeitgeber sollen natürlich auch profitieren als Kapitalgeber und Arbeitgeber. Nur haben wir denn heute noch so etwas wie eine soziale Marktwirtschaft? Nein, es ist zerstört. Zerstört durch die Sozialdemokratie, zerstört durch die CDU, zerstört durch die Grünen. Wir haben nämlich heute folgenden Sachverhalt. Produktivitätsfortschritte haben noch zwei Adressaten. Nicht die werteschaffenden Bürger, sondern die internationale Finanzindustrie und die Großkonzerne. Und wer ist der zweite Nutznießer? Der Staat, der diese Produktivitätsfortschritte für sich vereinnahmt und nach eigenem Gusto ausgibt, aber demjenigen, der sie wirklich erwirtschaftet, nichts lässt. So sieht's aus. Die Verwüstungen, meine Damen und Herren, die die Politik in diesem Land angerichtet haben, geht überwiegend zu Lasten der werteschaffenden Bürger. Meine Damen und Herren, ich gehe nicht so weit, wenn ich sage, Schwarz, Rot, Gold sind die Farben unseres Landes und Schwarz, Rot, Grün sind die Farben derjenigen, die es zerstören werden. Meine Damen und Herren, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wer unsere Gegner sind. Die auch. Aber das sind Kinder. Das sind nicht die wirklichen Gegner. Die werden nur instrumentalisiert von unseren Gegnern. Das sind nicht unsere Gegner. Sie lassen sich nur instrumentalisieren. Die Linken, meine Damen und Herren, die Kollektivisten sind unsere Gegner. 70 Jahre haben sie versucht, unser Land, unser nationales und kulturelles Erbe zu dekonstruieren, die Identität zu zerstören und sie wollen eine neue Gesellschaft kreieren. Das ist die wirkliche Absicht der Linken, meine Damen und Herren. Das fing an 1945. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch. Sie kennen das vielleicht. Re-Education, haben Sie das schon mal gehört? Re-Education, die Umerziehung. Das war im Grunde das Programm der Entnazifizierung der Alliierten nach dem Zusammenbruch. Und Archibald MacLeish, meine Damen und Herren, das war zu diesen Zeiten der stellvertretende Außenminister der USA, der war auf der Potsdam-Konferenz und er hat gesagt, die Umerziehung des deutschen Volkes hat ein einziges Ziel, nämlich wir werden, das ist ein wörtliches Zitat, wir werden die gesamte deutsche Tradition auslöschen. Es ist das Ziel der Umerziehung,
den Charakter, die Mentalität der deutschen Nation zu verändern. C.G. Jung, ein Psychoanalytiker, ein Schweizer, der mitgearbeitet hat an dieser Umerziehungskonzeption, den ich eigentlich schätze, C.G. Jung, in der Psychoanalyse, stellte fest, der deutsche Mensch ist prinzipiell amoralisch. Denn er ist verantwortlich für das, was in der Zeit 39 bis 45 passiert ist. Der deutsche Mensch ist grundsätzlich amoralisch. Es macht keinen Sinn, Unterschiede festzustellen zwischen weniger Schuldigen und wirklichen Schuldigen, sondern grundsätzlich ist der deutsche Mensch amoralisch und er kann sozusagen therapeutisch nur entwickelt werden, wenn er immer und immer wieder an seine Schuld und seine Amoralität erinnert wird. Meine Damen und Herren, eines der Elemente dieser Umerziehung seiner Zeit war, man muss Protagonisten des öffentlichen Lebens finden, die dieses Schuldbekenntnis immer und immer wieder sagen. Und wenn Sie denken da heute an eine Talkshow, egal in welchem Programm, dann gibt es immer irgendeinen Prominenten, der diese Schuld, diese Grundschuld bekennt und sozusagen im Sinne dieser Re-Education agitiert. Dass diese Re-Education überhaupt als Konzeption entwickelt worden ist, meine Damen und Herren, da gibt es eine Institution, die 27 mit ihren Repräsentanten aus der Weimarer Republik an die Ostküstenhochschulen gegangen sind, die Frankfurter Schule, haben Sie vielleicht schon mal gehört, Frankfurter Schule. Horkheimer, Adorno, Fromm, Habermas, die eigentlich eine neomarxistische Ideologie beschrieben haben. Und die haben dann an den Ostküsten sitzend an dieser Re-Education mitgewirkt. Die sind 1950 wieder zurückgekommen. Adorno blieb in den USA. Und diese neomarxistische Ideologie hatte zum Ziel, die Auslöschung der christlich-abendländischen Basierung unserer Gesellschaft. Aus einem dieser Bücher, die die Frankfurter Schule ab 1950 publiziert hat, steht drin, ich zitiere das wieder wörtlich, nimm ihnen die Identität, zerstöre die Nation, die Sprache, die Kultur eines Landes und schaffe eine neue Gesellschaft mit dem neuen Menschen, meine Damen und Herren. Das können wir doch heute wunderbar nachvollziehen. Genau so ist es. Genau so ist es. Denn diese eher philosophisch, geistig-politische Richtung der Frankfurter Schule wurde von den 68ern aufgenommen und transportiert mit einer sehr interessanten Form. Sie erinnern sich alle an diese Maßgabe, Marsch durch die Institutionen. Sie sind durch die Institutionen gelaufen. Sie sind Hochschullehrer geworden und haben die Katheder zu Agitationszentren ihrer linken Ideologie gemacht. Lehrer, die dort ausgebildet wurden, sind die Lehrer dieser Kinder. Da brauchen Sie sich doch nicht wundern. Seit 30 Jahren gibt es keinen Lehrstuhl mehr in Soziologie, Gesellschaftswissenschaften, Psychologie oder politischen Wissenschaften, die nicht dezidiert linksideologisch sind. Keine einzige Hochschulberufung mehr. Versteht, da brauchen Sie sich doch nicht wundern. Medienanstalten bedienen sich aller dieser dort ausgebildeten Leute. Da brauchen Sie sich nicht wundern. Pfarrer, 68er, Sie sind auch Pfarrer geworden. Was haben Sie gemacht? Sie haben die Kirchenkanzeln zur politischen Vorfeldorganisation linker Parteien, der SPD und der Grünen, gemacht. Die Verkündigung der frohen Botschaft, was eigentlich Ihre Aufgabe wäre als Priester und Pfarrer, spielt doch gar keine Rolle mehr. Sie indoktrinieren Tag für Tag in dieser neomarxistischen, kulturmarxistischen Richtung. Sie sind Richter geworden. Und seither haben wir das Problem, dass die Opfer von Straftaten zu Tätern umgedeutet werden und die Täter zu Opfer gemacht werden. Sie sind Schauspieler geworden, die ihre
Machinationen einzig und allein der Zielsetzung, der Durchsetzung ihrer Ideologie durchführen. Meine Damen und Herren, eines der Leitworte der Frankfurter Schule und der 68er war herrschaftsfreier Diskurs. Sie lachen sich zu Tode, weil in Wirklichkeit meinen sie nämlich nicht herrschaftsfreien Diskurs, sondern diskursfreie Herrschaft. Das war die Zielsetzung. Das Schlimmste, was sie aber gemacht haben, die 68er, war, sie haben etwas psychologisch Raffiniertes, aber extrem Unmenschliches gemacht. Sie haben den Bruch der Generationen bewirkt. Die Vätergeneration wurde zu Schuldigen gemacht und dadurch die Jungen von der Vätergeneration entflochten. Und eine Gesellschaft, die auf ihre Herkommen, auf ihre Ahnen sozusagen nicht mehr zurückgreifen darf, ist eine zerstörte, auch psychologisch zerstörte Gesellschaft, meine Damen und Herren. Wir hatten dann 1980 die grün-ökologisch-alternative Bewegung. Es fing so 1980 an. Das war eine Abspaltung mehr oder weniger der 68er. Tatbestandsmerkmal, erneute weitere Diskursraumverengung. Jeder, der ein bisschen anders politisch tickt, wurde außerhalb des Diskursraums geschenkt. Toleranz gab es nur, wenn man der Meinung war, wenn man anderer Meinung war, war keine Toleranz mehr zu sehen, sondern nur noch Intoleranz. Diese tantenhafte Ermahnungssprache, diese Zielsetzung, anderen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Wedgie Day. Einmal pro Woche muss es, kann es nicht, sondern muss es einen fleischlosen Tag geben in öffentlichen Kantinen. Irgendwann wird die Forderung erhoben werden, einmal pro Woche einen Pedo Day. Sie erkennen, welchen Typus das ist, diese grün-ökologisch-alternative Bewegung. Hauptsächlich in Staatsdiensten, staatlich alimentierte. Leute also, die nicht wirklich wertschaffend sind, sondern von den Früchten der wirklich werteschaffenden Milieus alimentiert werden. Leute, die ihre Kinder, so sie überhaupt welche haben, mit dem SUV in den Kindergarten fahren und wieder abholen, dann beim Mittagskaffee mit ihrer Freundin aber darüber lamentieren, was für eine schreckliche CO2-Bilanz sie wieder heute produziert haben. Das Schlimmste an dieser Bewegung ist allerdings Frauenemanzipation. Nicht die Frauenemanzipation ist das Schlimme. Aber so wie die 68er den Generationenbruch protegiert haben und hervorgerufen haben, haben die über die Frauenemanzipationsdiskussion den Bruch zwischen der Kontinuität der Geschlechter untereinander, Rollenverteilungen. Plötzlich wurden Männer gegen die Frauen aufgebracht, die Frauen gegen die Männer aufgebracht. Das heißt, das, was eine Gesellschaft in der Basis zusammenhält, nämlich das richtige kollegiale Zusammenwirken zwischen Mann und Frau, das wurde aufgebrochen. Und das ist eine sträfliche Tat, meine Damen und Herren. Dann hatten wir 1990 die multikulturelle Bekehrung. Man redet uns ein, diese multikulturelle Bekehrung wäre bunt. Nein, meine Damen und Herren, es ist verdammt trist. Es ist nämlich Burka Schwarz, diese multikulturelle Buntheit. Denn diese uns als multikulturelle Buntheit verkaufte Buntheit ist schwarz und sie ist etwas durch Menschen hier zu uns gebracht, die ihre Herkunftskultur für wertvoller halten als die hiesige Kultur. Und daraus wird sukzessive eine Gegenkultur, gar nicht Parallelkultur, sondern Gegenkultur, meine Damen und Herren. Und schon Milton Friedman, ein Nationalökonom, Nobelpreisträger, hat festgestellt, ein Staat kann ein Sozialstaat sein. Punkt.
Ein Staat kann offene Grenzen haben. Punkt. Aber ein Staat kann niemals beides zusammen haben. Offene Grenzen und ein Sozialsystem, weil innerhalb kürzester Zeit das Sozialsystem durch die offenen Grenzen, durch die Hereinwanderung zerstört werden wird. Eine weitere Entwicklung zum Bösen, zum Negativen, zum Problementwickelnden ist dann die ab 2000 das Gender Mainstreaming. Da können sich schon viele Leute gar nichts drunter vorstellen. Letztlich das Hauptmerkmal dieses Gender Mainstreams ist die Frühsexualisierung von Kindern, die schon im Kindergarten einsetzt. Meine Damen und Herren, ich komme eigentlich ursprünglich aus Baden-Württemberg und da gibt es ja jetzt gerade eine neue Landesregierung, wo die Schwarzen mit den Grünen zusammengegangen sind und der Bildungsplan sieht das, der jetzt verabschiedet wurde, genau vor. Jedes halbe Jahr kommt in einen Kindergarten eine Sexualbeauftragte, die den Kindern, den Kleinkindern in den Kindergärten Praktiken, Sexualpraktiken vermittelt. Mit einem Koffer, Plüschvagina, Plüschpenisse, Darkrooms, wo die Kinder ihre unterschiedlichen Körper erkunden sollen. Das machen Kinder, gar keine Frage. Aber sie machen es von sich aus. Sie spielen von sich aus Doktorspiele und nicht unter Anleitung eines Erwachsenen, der es in dem Moment will. Warum wird das denn gemacht, meine Damen und Herren? Weil schon Sigmund Freud, Vater der Psychoanalyse, gesagt hat, zerstöre die Schamgrenze eines Kleinkindes und du kannst dieses Kleinkind nicht mehr erziehen im Sinne deiner elterlichen Autorität, weil die Scham etwas ist, was man benötigt, um Erziehungsleistungen am Kind zu vollbringen. Und ich lese Ihnen jetzt wirklich als Höhepunkt dieses Kapitels zum Thema Frühsexualisierung die Rahmenrichtlinien für Lehrer und für Sexualkunde in Hessen vor. Das hat ein Herr Professor Dr. Hans-Jochen Gramm geschrieben. Dieser Professor hat noch 2011 den Comenius-Preis bekommen und er schreibt, und jetzt hören Sie mal genau zu, wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler und Kleinkinder, um die sozialistische Umstrukturierung der Gesellschaft durchzuführen. Wir müssen den Autoritätsgehorsam einschließlich der Kinderliebe zu den Eltern gründlich beseitigen. Das ist wirklich ein Zitat einer Rahmenrichtlinie für Bildung in Schulklassen in Hessen. Meine Damen und Herren, das war ein ganz kurzer Ritt durch diese 70-jährige linksideologische Indoktrination, die das Grundübel unserer Verwüstungen im politischen Raum darstellt. Die AfD ist dazu da, die Überwindung dieser linksideologischen Indoktrination zu überwinden, in unserer Gesellschaft und in Angriff zu nehmen. Meine Damen und Herren, die AfD wird die letzte Chance sein, die schon von Kohl in 1980 versprochene und so dringend benötigte geistig-moralische Wende in unserem Land herbeizuführen. Der hat das erkannt, gemacht hat er nichts, so wie die CDU eigentlich immer agiert. Das eine oder andere Mal erkennen sie Problemstellungen, aber die Opportunitäten machen es dann unmöglich, tatsächlich diese politischen Zielsetzungen dann auch umzusetzen. Das wird die CDU nicht schaffen, diese geistig-moralische Wende herbeizuführen. Deshalb gibt es uns. Wir müssen diese opportunistische Politik der CDU zerstören, kenntlich machen. Und ich sage Ihnen, die CDU hat gute Chancen, den Weg der Democrazia Cristiana zu gehen, die in Italien jahrzehntelang führende politische Macht war mit 40% und heute bei 3 oder 4% liegt. Die SPD wird die gleichen Chancen haben, diesen Weg zu gehen, weil man auf Dauer die Interessen einer Gesellschaft und eines Staatsvolkes
nicht verraten kann, meine Damen und Herren. Verraten an die Hochfinanz, verraten an die europäischen Strukturen, verraten an anders gelagerten Interessen, sondern man muss als Politiker schon die Interessen seiner eigenen Bürger wahrnehmen. Denn diese opportunistische Politik der CDU zeigte sich bei den Entscheidungen bezogen auf die Bundeswehr. Sie zeigte sich bezogen auf die Entscheidung der Energiewende, wo man eine Energiewende gemacht hat, um mit den Grünen mögliche neue Koalitionsmöglichkeiten aufzutun. Meine Damen und Herren, wir sind die bürgerliche Avantgarde, die das bleierne Biedermeier unserer Zeit überwinden muss. Dieses Biedermeier, was wir haben, in dem die Politik nicht nach rationalen und nicht nach nutzensorientierten Parametern entschieden wird, sondern ausschließlich nach moralisierenden Maßstäben. Die Zuwanderungsproblematik ist doch das beste Beispiel dafür. Frau Merkel hat im September gesagt, alles sind Syrer, alle können hereinkommen. Und wir haben die Pflicht, Barmherzigkeit zu üben und diese Menschen alle zu uns zu lassen, wohl wissend, dass die meisten davon gar keinen wirklichen Asylgrund haben. Und Herr de Maizière hat vor 4 Tagen bei der Bundestagsdebatte ja eingeräumt und gesagt, in der Mehrzahl sind die hier Asylsuchenden nicht aus wirklichen asylsuchenden Gründen da, sondern aus anderen Gründen. Ja, verdammt nochmal, warum müssen wir denn dann diese Menschen als Geschenke wahrnehmen, so wie die Frau Göring-Eckardt gesagt hat? Denn ja, wunderbar. Meine Damen und Herren, es wird an allen Ecken und Enden Recht gebrochen. Das Eurosystem nahm uns antidemokratisch die Autonomie und die Souveränität über unser Geld, über unsere Sparvermögen, die im Wesentlichen zur Altersabsicherung nach einem arbeitsreichen Leben gedacht waren. Die Zuwanderungsflut, ob die nun unberechtigt Asylsuchende oder visafrei Einreisende aus der Türkei sind, wird uns absehbar die Autonomie und die Souveränität über unsere Gemeinschaft, unsere nationale Identität und Integrität antidemokratisch und ganz klar rechtswidrig nehmen, meine Damen und Herren. Und dagegen opponieren wir. Und deshalb werden wir von Woche zu Woche stärker, weil die Menschen diesen Ansatz erkennen. Frau Merkel agiert nicht wie ein Bundeskanzler mit einer politischen Richtlinienkompetenz. Sie agiert eher wie eine Monarchin, meine Damen und Herren, deren Entscheidungen durch die Hofschranzen, die man auch Minister nennen könnte, durchgewunken werden. Sie agiert wie eine feudalistische Herrscherin. Einsprüche aus Rechtswidrigkeitstatbeständen werden nicht zur Kenntnis genommen. Ökonomische Kriterien werden nicht zur Kenntnis genommen. Es wird ausschließlich der moralische Impetus, wir haben die Pflicht zur Barmherzigkeit, herangezogen. Und da fällt mir jetzt ein, weil ich habe ja vorher gesagt, dass ich mich sehr gerne auch mit Theologie beschäftige, ein Spruch von dem heiligen Thomas von Aquin. Der hat gesagt, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Aber Barmherzigkeit ohne Recht, Barmherzigkeit ohne Gesetzmäßigkeit ist die Auflösung aller Ordnung. Und genau das ist das Phänomen hier, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, was ist denn das Problem der Frau Merkel? Langweilig Sie? Sollen wir alles gut? Was ist das Problem der Frau Merkel, der Führung von Frau Merkel? Ich nehme das so wahr, die Frau Merkel ist eine Politikerin, die Entscheidungen trifft, ohne jede wirkliche intellektuelle Reflexion.
rein aus dem Bauch heraus, rein aus der Wahrnehmung der kommunikativen Grundströmung, die sie meint zu spüren. Sie entscheidet dann, sie kommuniziert aber Entscheidungen überhaupt nicht rational, intellektuell. Sie erklärt überhaupt nicht. Politik unter der Ägide von Frau Merkel ist im Grunde eine Politik des Nichtdiskurses, der Nicht-Auseinandersetzung. Und alle anderen politischen Parteien haben sich dieses Politikstils angepasst. Sie haben sogar untereinander verlernt, also SPD gegen CDU oder CDU gegen Grüne. Sie haben es komplett verlernt, den politischen Diskurs, die politische Debatte, die politische Unterscheidung herauszuarbeiten und Vorteilspositionen für politische Entscheidungen zu formulieren. Sondern sie strömen einfach dahin, Frau Merkel setzt Entscheidungen und alle anderen sagen, wir schaffen das. Aber wir werden es nicht schaffen, weil ohne Intellektualität Entscheidungen von derartigen Tragweiten einfach nicht schaffbar sind. Und meine Damen und Herren, wir wollen diese Entscheidungen auch gar nicht schaffen, weil wir wissen, dass diese Entscheidungen zum Nachteil unseres Staates, unserer Bürger, unserer Kinder und unserer Zukunft einfach ablaufen. Verdammt nochmal, wir Deutschen sind doch diejenigen, die die Philosophie, die politische Philosophie, überhaupt erst der Menschheit gebracht haben. Ich erinnere an Hegel, an Kant, an Herder und ich könnte Ihnen noch Hunderte nennen an Philosophen, die das hatten. Und ich möchte auf einen speziellen hingehen, meine Damen und Herren, auf Kant, der sagte, sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Aber wir werden genötigt, nur emotional das mitzumachen, was die, die eigentlich das können sollten, nicht mehr intellektuell raffen. Aber wie soll das auch gehen? Schauen Sie sich doch die Karrieren der Politiker an. Die gehen mit 18, 19 in die Junge Union oder in die jungen Liberalen oder zu den Jungsozialisten. Dann tragen sie auf Kreisparteitagen die Schnittchen an die Mitglieder heran. Dann dürfen Sie irgendwann mal den Kofferträger irgendeines Kommunalrates sein, irgendwann mal eines Landtagsabgeordneten. Und wenn Sie dann Jura studiert haben, weil Ihnen das am meisten Zeit gelassen hat, um sich vorzubereiten und Netzwerke zu bilden im politischen Raum, dann sind Sie 35, 40, dann haben Sie mal die Chance, in einem Kommunalparlament gewählt zu werden, dürfen vielleicht sogar mal Aufsichtsrat in irgendeine Sparkasse, dann gibt es schon mal ein paar hundert bis ein paar tausend Euro. Und wenn Sie dann ganz ordentlich angepasst sind, dann haben Sie die Chance, mit 40 Jahren mal auf eine Landesliste zu kommen oder eine Bundesliste. Bis dahin sind die 20 Mal inhaliert, rund gelutscht und wieder ausgespuckt. Wie sollen die denn da überhaupt politisch reflektierend Entscheidungen treffen, die gegen die politische Führung der Partei letztlich gerichtet sind? So wie es eigentlich unser Grundgesetz sagt. Nämlich, unser Grundgesetz sagt, die politischen Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit. Unser Grundgesetz sagt nicht, die politischen Parteien dominieren die politische Willensbildung. Und politische Willensbildung heißt Diskurs, meine Damen und Herren. Und genau das findet ja nicht mehr statt. Also, sapere aude, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen und wählen Sie AfD. Meine Damen und Herren, wer in das Haus eines anderen einbricht, der wird mit der vollen Strenge des Gesetzes und der Strafjustiz verfolgt. Wer hingegen in einen Staat einbricht, kann auf das Wohlwollen und die Fürsorge unserer politischen Führung vertrauen und die Serviceleistungen unserer Sozialindustrie,
die natürlich bezahlt sind von den horrenden Abgaben der werteschaffenden Bürger, genießen. So ist die Situation. Und so werden wir sie nicht mehr lange aufrechterhalten können, meine Damen und Herren. Denn nun werden uns sogar die vornehmlich islamischen Bereicherer als ein Korrektiv unserer eigenen demografischen Katastrophe dargestellt. Wir aber wissen alle, dass die hier Zugewanderten durchschnittlich 1400 Euro pro Monat kosten, wahrscheinlich lebenslang. Und hätten wir nur 50% dieser durchschnittlich 1400 Euro in Familienplanung pro neugeborenes Kind, 50%, 700 Euro pro Monat investiert in den letzten 15 Jahren, was glauben Sie, was da in den Ehebetten, in den deutschen Ehebetten los gewesen wäre? Nein? Gar keine Frage, meine Damen und Herren, wir importieren rasant das Chaos, die Barbarei und die Dysfunktionalität der Dritten Welt nach Deutschland. Und schon Daniel Cohn-Bendit hat Mitte der 90er Jahre gesagt, die multikulturelle Gesellschaft wird hart, schnell und grausam sein und wenig solidarisch. Meine Damen und Herren, hart, schnell und grausam und wenig solidarisch, das ist genau die Antithese und der Gegenentwurf einer deutschen Gesellschaft. Und genau das wollen wir nicht. Islam und der durch sie propagierte Scharia-Gesellschaft ist exakt der Gegenentwurf unserer Gesellschaft. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung auf der abendländischen Grundlage unserer Zivilisation hat zum Fokuspunkt die individuelle Freiheit des Individuums. Die Freiheit des Individuums. Die islamische Gesellschaft kennt diese Freiheit des Individuums überhaupt nicht, sondern sie will eine theokratische, also auf die Göttlichkeit abgehobene Gesellschaftsstruktur entwickeln, in dem die Imame und der Klerus sozusagen die genaue Vorgabe geben, wie die gesellschaftlichen Abläufe zu sein haben. Meine Damen und Herren, wir von der AfD fragen Sie, liebe Frau Merkel, und auch Ihre willfährige Parlamentsfüllmasse, warum denn überhaupt soll Deutschland abgeschafft werden? Ist es deshalb, um eine immerwährende Schuld abzutragen? Sollen wir wirklich auf diesen schon seit Jahrzehnten dauernden Schuldkult und diese Schuldsucht geradezu ertragen? Müssen denn diejenigen, die die deutschen Interessen und die Interessen der werteschaffenden Milieus wie die AfD als Pack und Pöbel bezeichnet werden und deshalb durch die Parteien, durch die Medien und die mitprofitierenden After-Organisationen bekämpft werden? Auch das sind After-Organisationen, die finanziert werden durch die etablierten Parteien. Muss denn das Christentum abgeschafft werden, weil die Lebens- und Leistungsethik der christlich-abendländisch fundierten Gesellschaft einen hohen Lebensstandard und eine humane Gesellschaft ermöglicht haben? Muss denn die deutsche Gesellschaft durch eine islamische Bevölkerung gegengesellschaftlich unter Druck gesetzt, ja sogar ausgetauscht und ersetzt werden? Müssen wir in Deutschland denn wirklich die Schulden anderer Staaten übernehmen, damit unser hiesiger Lebensstandard nach unten gedrückt wird, um so eine neue Bundesstaatlichkeit der Europäischen Union zu erreichen? Müssen denn wirklich die alten Sparvermögen unserer 40 Jahre schuftenden Bevölkerung geraubt werden, nur damit sie im Kreise der europäischen Staaten sozusagen ihre Planerfüllung verkünden können? Ist es denn derselbe Plan, den Sie im Jahre 2009 auf dem evangelischen Kirchentag kurz aufgezeigt haben? Nämlich, da gibt es ein Video darüber,
Sie sagte, Frau Merkel, wer eine neue Weltordnung haben will, muss sich damit abfinden, dass man Souveränitätsrechte abgeben müsse. Ja, wer will denn eine neue Weltordnung? Wollen Sie eine neue Weltordnung? Wer will die denn? Wir nicht. Und an wen sollen denn diese Souveränitätsrechte abgetreten werden? Denn Souveränitätsrechte sind unsere Rechte. Wer soll die denn dann in Empfang nehmen? Und wie soll das Ganze denn überhaupt laufen? Soll das wieder so laufen wie beim Euro? Eines Tages wird verkündet, es gibt den Euro. Wir als Bürger werden aber gar nicht gefragt, wenn unsere Souveränitätsrechte abgetreten werden. Das können doch nur pflichtvergessene und Europa-besoffene Politiker für zielführend und für gut halten. Wir müssen... Wir müssen einfach die demokratischen Prozesse in unserem Staat, wir müssen einfach wieder die demokratischen Prozesse für uns zurückgewinnen. Und das können wir, indem wir eine stärkere Repräsentanz gewinnen. Das können wir aber auch, indem wir programmatisch, die Dame war gerade so freundlich, Bürgerbegehren nach Schweizer Modell. All das sind Forderungen, die unsere demokratischen Souveränitätsrechte wieder an uns zurückbekommen lassen. Meine Damen und Herren, wir werden diejenigen sein, die damit aufräumen werden, dass permanent die Wahrheit zur Lüge und die Lüge zur Wahrheit gemacht wird. Dass permanent Recht zu Unrecht und Unrecht zu Recht gemacht werden. Sie merken, ich spiele gerade mit den Worten, mit diesen Gegensatzpaaren, denn das ist genau das, was die Medien permanent machen. Sie deuten permanent im Sinne der Frankfurter Schule Begrifflichkeiten um. Aus Konservativen werden Rechtsextreme. Linksextreme hingegen werden als Autonome und als Aktivisten verniedlicht. Sexuelle Nötigung und Raub wird zum Antanzen. Verstehen Sie? Linker Terror wird zum Kampf gegen Rechts. Agitation und Propaganda wird zu Journalismus und zur Publizistik. Meine Damen und Herren, unsere Aufgabe ist es, den Bourgeois, den Bürger, den Konservativen zum Citoyen rousseauischer Prägung zu machen. Wir werden ihn dabei unterstützen, sich selbst zu ermächtigen und sein Schicksal wieder in die eigene Hand zu nehmen, denn das haben wir verloren und vergessen. Konservative, meine Damen und Herren, zeichnen sich letztlich dadurch aus, dass sie im Grunde mit dem System einverstanden sind. Und sie sind nicht aufbegehrend, sondern sie sehen sich als Teil des Systems, als werteschaffenden Teil und als System unterstützend. Wenn aber die politische Führung, die politischen Koordinaten langsam, sukzessive verändert, so wie die Frau Merkel aus einer konservativen Partei heute eine sozialdemokratisierte linke Partei gemacht hat, dann folgt der Konservative, weil er es nicht merkt, weil er nicht aufbegehrt, so wie in Frankreich beispielsweise, sondern er lässt sich am Nasenring durch die politische Manege führen. Und das decken wir auf. Der deutsche Konservative, der deutsche Bourgeois, er lebt noch sehr gerne in dieser behaglichen Haut des Nanny-Staates. Aber wenn die Parameter des Nanny-Staates verloren gehen, dann wird auch der deutsche Bourgeois, der deutsche Konservative, aufbegehren und wird sagen, nein, so kann es nicht gehen. Ich kann nicht 40 Jahre buckeln gehen und schuften gehen, um anschließend die Früchte unserer gemeinsamen Arbeit wahlweise an die Welt zu verschenken und nicht daran zu denken, dass diese Früchte unserem Staat und unseren Gesellschaftsmitgliedern und Bürgern überlassen werden müssen. Wissen Sie, die Deutschen sind ein ganz komisches Land. Ich glaube, ich mache bald Schluss. Nicht, dass Ihnen kalt wird. Die Deutschen sind ein komisches Land. Ich vergleiche das ein bisschen wie mit einem Autofahrer, der mit 160
strikt 3 Kilometer auf einen Brückenpfeiler zuhält und voll gegen den Brückenpfeiler mit 160 knallt. 4 Monate später wacht er auf dem Koma auf, bedauert den Tod seines Beifahrers, schwört, dass er nie mehr so unvorsichtig Auto fährt. Er hat Rehabilitationsmaßnahmen und 3 Jahre später steigt er ins Auto, fährt auf der gleichen Autobahn in Gegenrichtung wieder auf einen Brückenpfeiler mit 160. Denn nur so ist es zu verstehen, dass wir vor 80 Jahren, hieß es, unsere politische Führung, wir seien ein Volk ohne Raum. Heute, 70 Jahre später, wird so getan, als seien wir ein Raum ohne Volk. Und das ist eine deutsche Besonderheit, meine Damen und Herren. Und das müssen wir benennen. Und wie schaffen wir es, die öffentliche Meinung zu beeinflussen? Das gelingt heute schon ganz gut. Das wird noch besser werden. Wir müssen den Wehrturm der öffentlichen Meinung belagern. Und wir machen das, indem wir erstens die Themen selbst bestimmen. Wir lassen uns nicht vorschreiben, vorbrüllen, welche Themen wir zu besetzen haben. Wir sagen, welche politischen Themen. Wir setzen die Sprache so ein, wie wir es für richtig halten und lassen uns die Sprache nicht im Munde herumdrehen durch politische Korrektheit. Wir werden um die Köpfe kämpfen, hauptsächlich auch um junge Personen. Und wir werden die Provokation lieben, wenn wir in einer Talkshow sind und die Claudia Roth da ist, dann werden wir sie einfach in der Talkshow fragen, ob sie, ich mag die besonders gern, weil die kommt 10 Kilometer neben meinem, die wohnt 10 Kilometer neben meinem Geburtsort, ich komme ja aus Süddeutschland. Wir werden sie in der Talkshow fragen, ob sie auch heute noch, obwohl sie seit praktisch ihrem ganzen Berufsleben vom Staat, von dem Bürger alimentiert wird, immer noch hinter einem Plakat herlaufen würde, Deutschland verrecke. Diese Provokation in dieser Talkshow muss einfach sein. Wir dürfen nicht in die Talkshows gehen, um dort Bestandteil dieser Geschwätzpartys zu sein. Wir müssen diejenigen sein, die diese Geschwätzpartys beenden, meine Damen und Herren, und zum politischen Diskurs kommen. Meine Damen und Herren, ganz am Schluss noch eine Bemerkung, denn das wird ja permanent auch gemacht. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, wenn die etablierte Politik uns, die wir uns mit diesen Problemen bekämpfen, permanent die Sorgen und die berechtigten Befürchtungen der Bürger nicht ernst nimmt, ja diese Sorgen und Befürchtungen sogar als Rassismus und Fremdenfeindlichkeit denunziert, dann sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, diese Parteien bekämpfen nicht den Rechtsextremismus, sondern sie züchten ihn geradezu. Und das zu verhindern, ist auch eine Aufgabe der Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren. Und jetzt möchte ich doch am Schluss versöhnlich enden. Und versöhnlich enden heißt, ich werde ein Zitat machen meines schwäbischen Landsmannes Friedrich Hölderlin, Romantik, Realismus. Mein schwäbischer Landsmann Friedrich Hölderlin in seinem Roman Hyperion, er sagt, wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Und das Rettende, meine Damen und Herren, in unserer Situation sind die beiden Parameter Freiheit und Patriotismus. Und genau diese beiden Werte, meine Damen und Herren, Freiheit und Patriotismus, das ist die Essenz der Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie trotz aller Anfeindungen, trotz des gesellschaftlichen Druckes hier hingekommen sind, dass Sie sich getraut haben, dass Sie mit dazu beitragen, dass unser Land eine Zukunft haben wird. Und Sie wissen, dass gerade das Schulsystem in NRW, das ist berühmt-berüchtigt für seine Erfolge. Ich glaube, da vorne sehen wir ganz besondere Erfolge dieses Bildungssystems. Es ist halt so, es sind genauso sicher Erfolge unseres Sozialtransfersystems.
Und so gesehen muss man sich natürlich schon fragen, wer seinen eigenen Ast absägt hier gerade. Aber ich bedanke mich, dass Sie hier hingekommen sind. Wie gesagt, hier vorne haben wir Mitgliedsanträge. Es wird nicht die letzte Veranstaltung gewesen sein. Ich bedanke mich auch bei den Bürgern, die weiter hinten gestanden haben, die sich noch nicht getraut haben, vielleicht hier rüber zu kommen, die sich das Ganze hier angehört haben und gesehen haben, dass wo die Demokraten stehen, denn die stehen hier. Und sie haben genau gesehen, wo die Antidemokraten stehen und der linke Mob, denn der steht da. Ich bedanke mich zum Abschied der Veranstaltung nochmal mein ganz herzlicher Dank an Martin Renner. Es war wieder ein sehr unterhaltsamer, sehr anspruchsvoller, intellektueller, aber auch sehr gehaltvoller Vortrag, wie er ihn schon öfter hier gehalten hat. Es war ein schöner Erfolg, dass so viele gekommen sind. Zum Ende unserer Veranstaltung möchten wir allerdings noch eins machen, wie sich das für eine deutsche Partei gehört. Wir möchten noch die deutsche Nationalhymne singen. Ja,